Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder weiteren Folge in Transom World 3. Heute wieder unterwegs auf dem Rangier-Dienstag. Ja, und wir fahren erstmal die G6-Fahrt nach Haspen. Fahren Sie nach Hagen, Haspe, Nebengleis, sowieso, sowieso. Und dann müssen wir vier beladene Schims in Haspe abholen und diese nach Hagen bringen. Man soll natürlich alle Handbremsen lösen. Dort in Hagen angekommen, sollen wir die auf irgendein Nebengleis abstellen. Und obendrein, wobei das schon wieder was länger hin ist. Das könnte aber dann schon die nächste Folge sein. Das ist die nächste Folge. Okay, also das heißt, wir haben die drei Dinger, also SH14 bis 16 heute auf dem Plan. Ob wir das hinkriegen zeitlich, müssen wir mal gucken, weil. Mal schauen, wie viel Luft da jeweils zwischen ist. Und ja, das ist so der Plan auf jeden Fall. Dann müssen wir anschließend in der nächsten Woche dann die Sache machen. Und dann noch zum Schluss das Ding. Dann sind wir da auch durch. Also noch drei Folgen, aller Voraussicht nach. Schauen wir mal. Ja, jetzt beginnen wir mal mit der Fahrt nach Haspen. Leider muss ich wieder neu aufrüsten. Wollte eigentlich an dem vorhandenen Speicherstand weitermachen. Naja. So, Haspe Nebengleis beginnen. Ist wahrscheinlich auch da, wo wir das letzte Mal geparkt haben. Ja, ungefähr. So, wie angezeigt geradeaus. Habe ich überhaupt Fahrt? Ja, haben wir sogar schon. Also das heißt den. Dann brauchen wir natürlich hier wieder die ganzen Zugsicherungsfummel. So, PZB aktivieren. Zack. 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 Was haben wir noch? Automatische Sand ist aktiviert. So, das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Treppenbeleuchtung können wir einmachen. Okay, das sind 2 Sekunden. Naja, Chip gerade brauchen wir nicht. Geschwindigkeitsregler setzen wir auf Vollgas. Der steht auf Fern. Federspeicherbremse. Federspeicherbremse ist alles okay. Der auf automatisch. Motor ist an. Batteriestalter ist ein. Gut, wir haben alles am Start. Hinten sieht man ja auch, Heckbeleuchtung ist an. Man kann es so ganz leicht erahnen. Am roten Scheinwerferlicht. Leider gar, so gut wie gar nicht. Nun ja, gut. Was brauchen wir noch? Einen Scheibenwischer. Ja, den haben wir natürlich hier auch an, auf langsam. So. Und dann geht's auch schon los. Gut. Naja, gut. So wird Schalter dazwischen, an die man jetzt nicht rankommt. Aber gut. Wir machen uns mal auf den Weg. 20 Kilometer. Dann sind wir da auch schon schön durch. Boah. Sind ja im Allgang. Mensch, mal natürlich keinen Platz, ist ja klar. Danke an Cat Gaming fürs Anschreiben soeben. Denke ich mal. Aber ist egal. Ja, mit ihm war ich bis gerade eben dran. Bezüglich eines neuen Szenarios, das er bauen möchte. Und ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß auch nicht, wann das online kommen wird. Aber gut. So, ab hier ist 100. Wie schnell darf ich überhaupt fahren im Allgang? 80. Oh.
Naja, ich meine 80, ne? Andersrum wäre schlechter. Aber das ist cool, dass jetzt so gerade irgendwie alle halbfertigen Projekte quasi gleichzeitig auslaufen. Ja. Weil der Cajun-Pass, der hat ja jetzt quasi in 3 Tagen oder 4 Tagen, auf jeden Fall am kommenden Freitag seine letzte Tour. Dann sind wir auch schon fast hiermit fertig. Ist schon so eine Sache für sich. So, und der macht jetzt Automatikmodus. Guckt, ob er durchkommt und gut ist. So. Also noch 20 Kilometer. Und 19, das geht ja. Ist ja relativ schnell geregelt. Und ja. Darf ich echt keine 100 mit der dämlichen Lok fahren? Nein. Warum Max 80? Ist doch doof. Das ist doch doof. Aber gut, was will man machen, ne? Aber mir kommt da gleich irgendein Fahrzeug entgegen. Was die Sache natürlich auch wieder interessant machen wird. Vielleicht werden wir auch von hinten noch überholt. Wer weiß. Na jo, ist doch ganz schön hier. Quer durch den Pott. Ja, dann müssen wir mal schauen, ob wir dann bald als Ersatz für diese Rangierfahrten hier auf Hagen-Wuppertal machen werden. Aber lass mir da was einfallen. Kriegen wir schon hin. Wir müssen auch mal schauen, weil jetzt kommt ja auch noch ETS mit rein als Let's Play. Da will ich ja auch gucken, ob wir das so ein bisschen ausgeglichen machen. Plus der andere kam so zwischendurch mal. Deswegen. Das kriegen wir schon hin. Oh, wenn das jetzt gleich wirklich heißt, dass wir eine halbe Stunde warten, müssen wir natürlich einen Cut rein. Ich lasse das Spiel einfach parallel. Ich lasse es stumpf weiterlaufen. In dem Fall, bis Zeit rum ist. Ohne was zu machen. Wenn wir jetzt wirklich so eine halbe Stunde eher da sein sollten, ne? Dann steige ich den Rest einfach nach hinten dran und... Ja, ihr wisst, was ich meine. Weil ich finde das schon cool, wenn man wirklich das Spiel einfach so durchlaufen lässt. Dann hat man hier nachher auch ein paar Verspätungen und so weiter drin, die eigentlich sonst, wenn man es neu starten würde, nicht drin wären. Macht halt mehr Laune. Oh, eine MACE. Aber in der Regel kann man ja hier ja auch gut
gut und gemütlich durchfahren, wie man sieht. Eieiei. Wo sind wir denn? Wo müssen wir hin? Wir befinden uns hier. Wir müssen noch. Oh, bis da. Das geht ja. Müssen wir da nach neben das ran? Ich weiß es nicht. Naja. Aber mit 80, 13 Kilometer. So lange kann das jetzt auch nicht dauern. Wieso macht sich mein Mobiltelefon gerade selbstständig? Ich muss es nicht verstehen. Ja. Können wir mal gucken, Rechner. 80 km/h in 60 Minuten. Können wir eigentlich anders machen. 12 mal 60 durch 80. Aber sind wir in 10 Minuten am Ziel unserer Reise angekommen, über den Daumen? Oder muss ich da noch was anderes machen? Nö, gut. Aber sind wir da so circa um 5 nach halb? Ja, das geht ja. Also, wenn wir bis dahin das Tempo halten dürfen. Und nichts in die Quere kommt jedenfalls. Ja, und zu denen, die sich jetzt fragen, warum ist diese 422 jetzt grün? Also sprich einer neuen Lackierung. Weil eine neue Rären, weil die gibt es ja auch schon 4 Jahre. Ja, die habe ich mir jetzt aus dem Railsim-Forum wieder installiert. Das ist also eine Mod und keine Livery aus dem Creators Club. Kann ich aber wirklich empfehlen. Hatte ich neulich auch ein Video zu gemacht. Ja. Und wirklich erstklassig gemacht worden. Aber eben als Modifikation. Aus TSW 2 sogar noch, aber funktioniert auch in TSW 3, wie man sieht. So. Oh, 9,6 Kilometer. Boah, das geht ja. Oder 9. Gut, jetzt kommen die Kurven, ne? Das heißt, ist noch ein bisschen länger. Aber gut. Schade ist nur wirklich, dass... Ja, jetzt kann man es so ein bisschen erahnen. Dass mit der Beleuchtung nicht so eins von hinten klappt, ne? Aber nur von vorne. Aber gut, so ist das halt. Aber der Regen ist ja auch cool, ne? Also... Geraumer Zeit aber nur Regen, mal stark, mal schwach. Aber wirklich gutes Wetter? Nee.
Jetzt auch schon wieder Gewitter. Eieiei. Eieiei. Wie man sieht, der Tempomat kann das Tempo auch nicht halten. Er bremst den Zug nicht ab, sondern er wird trotzdem schneller. Ich meine, ist erstmal irrelevant, weil wenn wir schneller fahren, fahren wir schneller. Wenn er mir jetzt hier keinen Zwang so raushaut. Aber gut. So. So. Wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Ah, hier. Ah, es ist noch so ein kurzes Stückchen. Und dann schickt er uns hier auf das Nebengleis, na genau. Nun ja, ich bin mal gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Neben dem echt bescheidenen Wetter. Zeigt der mir den nur von hinten, oder? So, weil das ist ja hinten, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh ja, gut. Ja, bei den Bahnübergängen müssten sie auch mal was überarbeiten, nicht ganz ehrlich. Müsste mal gemacht werden. So. Oh, wir haben ja noch. Wie gesagt, so 35 schätze ich mal beim Daumen. Bis wir da sind. Wir werden sehen. Vielleicht auch eher, vielleicht auch nicht. Dann müssen wir mal schauen, wann es weitergeht. So. Ah, wird ja jetzt müsste auch jeden Augenblick angekündigt werden, dass wir langsamer werden müssen. Ja, da ist es schon soweit. So. Bahnhofseinfahrt.
ist am Start. Falsche Taste, verdammt. So. Das war die falsche Taste. Naja, so sind sie, die Anfänger, ne? Und es wird wieder besser anscheinend. Lockert wieder auf, aber das heißt ja nichts. Naja, gut. Also auf jeden Fall haben wir jetzt gleich unseren ersten Halt erreicht. Dann müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Und so wie Flur. So. Ziel erreicht. Das war auf jeden Fall die Tour. 20 Minütchen. Ja, haben wir hingekriegt. Gab sogar nur eine Bronzemedaille. Interessant. Zum freien Spiel zurückkehren. Wann fährt er denn ab? Der fährt eine halbe Stunde ab. Okay. Also wie gesagt, ich lasse das Spiel jetzt eine halbe Stunde laufen. Mache hier mal eben den Gang raus. Also halten, halten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach um ca. 15 Uhr wieder. Und ja, dann sag ich mal bis gleich. Wir lassen eben den Zug vorbeifahren. Und dann, wenn der aus dem Bild ist, machen wir einfach hier einen Cut rein und ja. So, da sind wir auch schon wieder. Der Scheibenwischer läuft noch. Es hat inzwischen aufgehört zu regnen. Und ja, 3 Minuten haben wir noch. Mal abwarten. Ob wir hier, ich glaube, ich denke, wenn wir an dem Signal sind, müssen wir in die Richtung. Wo müssen wir denn hin? Da zeigt er mir gar nicht an. Alles klar, kann man auch mitleben. Ja. Ist halt so, wie das. Jetzt kommt die Sonne echt raus, ey. Halleluja. Auch cool. Also mit dem dynamischen Wetter, das gefällt mir echt gut. Ja. Der steht auf aus, ne? Der steht auch auf aus. Ich denke mal. Ah ja, gut, wir werden es sehen.
Was haben wir denn hier noch so rumstehen, rumschwirren? Ein paar einzelne Wagen. Wahrscheinlich müssen wir genau die vier Dinger abholen. Schätze ich mal. Ich weiß es gar nicht. Aber müsste so sein, ne? Was auch gut ist, wie rostig die Schienen hier sind und hier nicht. Also das ist schon cool. Haben wir jetzt eigentlich... Was schlecht gelöst ist, meiner Meinung nach, der Übergang, ne? Von rostig zu blank. Weil in echt wäre die Schiene nicht blank, sondern die hier. Das heißt... Als Verbesserungsvorschlag für die Zukunft, liebes DTG-Team, guckt, dass ihr die Weichenzungen dann auch Hälfte rostbraun macht, die andere Hälfte blank. Und dass sich da dann quasi wirklich da ändert, wo die Weichenzunge dran geht. Ist in echt ja auch so. Das wäre schon nicht schlecht. Schade ist auch, dass er halt nicht in einem übergehen hat gehen lassen und man hier wirklich erst eine halbe Stunde gammeln muss. Aber gut. So. Wahrscheinlich also, Gang ist drin. Bremsen können wir schon mal lösen. So. 15:04 wie angezeigt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ja, dahin. Ja, gab keine Zwangsbremsung, das ist schon mal gut. Jetzt hier auch mal Fenster aufmachen zum Rangieren, ist ja gerade trocken. Solange trocken ist, kann man doch genießen. Ja. Jetzt ist die Frage, haben wir da ein Signal? Ja, haben wir. Stellwerk nach. Ja, hat er gemacht. Sehr gut. Wir waren aber hier dran, also ich fahre hier auf der Seite wieder zurück einfach. So, mein Drehen. Ah, jetzt muss ich mit dem Wagen auch wieder da raus rangieren, weil hier eine Weiche fehlt, ne? Mhm. Deswegen hat er mich auch nicht direkt da in den Bahnhof reingelotst. Aber gut, das war jetzt so wie das ist. Immerhin haben wir das jetzt gerade trocken. Ja. Sollte es eigentlich rausgucken. Sollte es eigentlich rausgucken.
So. Stück. Und jetzt mal realistisch gucken. So. Mal gucken. Ah, wir müssen noch einen Meter, ne? Ja. Jetzt aber. Angekoppelt ist er. Jetzt wurde mir gesagt, ich soll darauf achten, dass die Bremsen alle gelöst sind. Okay. Applied, released. Haben sie noch nicht mal übersetzt. Gelöst. Was haben wir noch so viele Hebel hier? Die kann ich nicht verstellen. Applied. Released. Released. Haben wir auf der Seite auch noch welche? Nee, ne? Doch, haben wir auch. Sind ja die gleichen. Alles klar. Sind sie unabhängig voneinander. So. Kommen wir mal wieder auf die Lok hier. Die Luke können wir schließen. Hinsetzen. Bremse lösen. Und auf wie geht's? So. Jetzt ist die Frage, wo müssen die Dinger hin? Naja, gut, wer weiß, ne? Ah, die Sonne geht halt unter. Na, ist ja ein bisschen blöd jetzt gerade.
müssen wir jetzt nicht da. Das kann jetzt was geben. Ach, die fahren. Ja gut, wir machen den mal auf aus. Die stehen auf Halten, der steht auch auf Halten. Zack. Gehen wir eben rüber. Dann hier auch mal im Look auf. Sagen den nach vorne. Mal rausgucken. Man sieht ja nichts. Ist aber Fahrt, wunderbar. Muss ich ja nur zu helfen wissen, ne? Gut, Luke wieder zu. Wenn man hier drin ist. Oh, hoch. So. Wunderbar. Wahrscheinlich schieben wir jetzt auf das ein Gleis weiter nach rechts, hoffe ich. Halten wir halt hinterm Signal wieder an. Jetzt sag mir nicht, ich muss wirklich bis nach da hinten durchfahren. Ich bin auch am richtigen Signal. Oh, Spiel. Na, dann fahren wir halt durch. Wieso geht das jetzt nicht mehr? Nochmal. So. Das gibt's doch nicht. Jetzt fängt schon wieder an zu rechnen an. Fenster zu. Oh, jetzt aber ganz schnell sein hier. Kein Bock, nass zu werden. So, 130 Meter. Zack, fertig. Also erstmal dich wieder auf halten. Halten. Muss ich jetzt echt hier komplett rum? Oh, nö. Boah. Und das durch den Regen. Habe ich aber richtig Lust drauf.
Zack, zack, zack. Ich muss jetzt echt noch auf die Kopf machen, oder wie sieht das aus? Gut. Gut so. Da müssen wir wieder wohl in die Richtung. Zack. Oh, wahrscheinlich Kopf machen, ne? Naja, gut, schnell sein und dann wird das schon schief gehen. Gut ist, wahrscheinlich brauchen wir den Scheibenwischer auch nicht mehr. Da sind Kratzer auf dem Tisch. Aha. Ich habe jetzt keine Ahnung, was da vorhat. Soll ich wieder auf das Absteiggleis fahren? Oder? Wo willst du mich hinschicken, Kollege? Weiches links auf jeden Fall. Ich habe Fahrt in die Richtung und der will mich... Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe keinen blassen Schimmer, aber der fort. So, den machen wir mal an. Ich glaube, er will mich wirklich dann vorbei lotsen. Aber ich weiß es nicht. Wie gesagt, der will mich voran vorbeilotsen. Ich hoffe es. Macht Sinn. Also Signal ist los. Ja, ich denke mal, dass er mich einfach nur an die andere Seite von dem Wagen ankoppeln lassen will. So, erstmal speichern. So. Komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Er ist stehen geblieben. Oh, Glück gehabt. Ich immer eben aus. Dann hier hin. 50 Meter zurück, ja. Sollte wohl hinhauen. So. Ich hoffe, es reicht. Reicht nicht. Fahren wir nochmal 5 Meter vor. Nur das Dorfspiel. Von hier hätte ich das Signal schön sehen können.
Jetzt muss ich 10 Meter näher dran und zack, sehe ich das nicht mehr. Aha. Ich muss also wirklich hier sitzen und dann im Stellwerk nachfragen, sonst kann ich das nicht. Gut. Danke. So, Bremse wieder lösen. So. Macht die Sache auf jeden Fall interessanter. Jetzt noch mal eben langsam da ranfahren. Und theoretisch müsste das jetzt reichen. Zack, zack, zack. Ja, wie gewollt, na? Also, huh. Nicht von der Lok zerquetscht werden, aber wie gewollt. So, jetzt 5 Kilometer noch bis zum Ziel. Bremse lösen, das. Jetzt müssen wir warten, bis wir hier raus dürfen. Hat auch schon wieder aufgehört zu regnen. Also das Wetter ist echt sehr wechselhaft wie im April, aber okay. Dann schießen wir mal los hier. Dann müssen wir den Kram nachher noch wegrangieren, glaube ich. Und auf geht's. Gegengleisfahrt, okay. Was natürlich auch eine interessante Sache ist. Was noch interessanter ist, ah ne, jetzt sind wir, okay. Jetzt sind wir schon. Von dahinter direkt in die nächste Langsamfahrt reinfahren. Aber auch auf Tempo 60. So. Dann rollen wir jetzt mal bis nach Hagen. 60 müssen wir eh halten. Allem hoffe ich natürlich
dass es euch gut gefällt hier. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Wenn doch, auch. Schreibt rein, was ich besser machen kann. Oder eben nicht. Ansonsten würde ich mich natürlich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Ja. Weil so ein bisschen Resonanzen sind halt immer eine schöne Sache, ne? Weil sonst... Ihr wisst es selber. Ist einfach nur so ein bisschen Bestätigung dafür, dass man weiß, dass man hier auch was Vernünftiges macht, wovon andere auch was haben. Nicht entgleisen, nicht entgleisen, nicht entgleisen. Oh. Oh je. Aber gut. So. Dann sind wir sofort in Hagen. Ja, mal schauen, was dann kommt. Also... Dann haben wir hier Hagen Hauptbahnhof. Ist auch gut gefüllt hier, wie man sieht. Ah, gut ist relativ, aber ist schon ein bisschen Action. Alte E50, auch cool. Haben wir noch einen Kesselwagen zu. Also hier ist schon. Gibt es schon reichlich zu sehen, ne? Darf man nicht vergessen.
Ah ja. So, Hagen Hauptbahnhof. Rammelvoll hier. Aber wirklich proppevoll. So, mal eben speichern. Nicht, dass wir da nachher drüber fliegen. Und mal bremsen. Also sprich, dass ich den Bremsscheitelpunkt verpasse. Aber dürfte eigentlich nichts sein. Dann bin ich mal gespannt, wann es hier weitergeht. 112 Meter. Oder fahren wir jetzt nach Finnentrop? Keine Ahnung. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ne? Naja, so. Ich würde sagen, da müssen wir mal langsam runter. Oh. Boah, war wirklich nur ganz leicht angehaucht, ne? Er wird's genau haben auf dem Meter. Ey, ich krieg zu viel. Auf dem Meter genau. Ja, nee, ist klar. Jetzt aber. Sehr schön. Oh, abkoppeln. 8 Meter. Ja, das kriegen wir hin. Ist ja wieder trocken. Überraschung klappt immer noch nicht so. Jetzt muss ich die Lok rauszingeln. Na komm. Jetzt sind wir schon wieder im Regen. Ey, das gibt's doch nicht. Und seht ihr das? Das Dach ist so nicht. Naja. Auf Wiedersehen, Wagen. Wir bleiben dann da hinten stehen. Oder sollen wir jetzt schon direkt um die Wagen herum rangieren? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Nee, wir sollen da halten. Da endet dann erstmal wieder kurzzeitig unsere Reise.
Jetzt soll ich wieder 10 Meter zurückfahren. Ich krieg die Krise hier. Ich krieg hier echt zu viel. Und da müssen die echt mal was dran machen, ob 10 Meter egal sind. Zumindest beim auf den Abstellgleisen. Aber ist okay. So, dieser Zug fährt weiter in... Ich weiß gar nicht, also... Benötigt die Zeit eine ganze Stunde? Ernsthaft jetzt? Ich weiß es nicht. Vermutlich mit dem Ding von vorhin. So, zurück zum freien Spiel. Und wie viel fahren wir denn hier weiter? Wir fahren jetzt direkt weiter. Also wieder ankoppeln. Abkoppeln. Okay. Machen wir, aber ich bin mal eben kurz AFK, Leute. Ich muss mal eben auf Toilette. Bisschen weniger umblicken. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, wir waren jetzt hier und sollen da irgendwo hingucken. Wenn ich jetzt wieder den gleichen Wagen anhängen soll, ne? Dann bin ich beleidigt. So. Ich habe keinen blassen Schimmer. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wo stehen wir? Wir stehen hier. Der sagt, wir sollen dahin. Richtig, richtig. Können wir hier anweichen? Nö. Ah doch, hat er jetzt gemacht. Sehr gut. Komm, hauen wir den mal raus. Der steht auf... also auf Halten hier, komm. Ah, machen wir nochmal eben so. Zack. Der kann noch eben aus. Den können wir auf Schnell setzen. Steht der jetzt nicht auf Haus? Ich dachte, den habe ich auf Haus gestellt. Zack, jetzt aber. Aber mit dem dynamischen Wetter macht er ja wirklich gut hier, ne? Also, das habe ich auch nicht gesehen. Alle gefühlt 20 Minuten Gewitter und wieder Sonne pur. Richtiges Aprilwetter eigentlich. Die Handweichen alle richtig stehen. Und dass wir auch dahin kommen, wo wir hin wollen. Aber wir werden es sehen. Momentan sieht ja alles gut aus. Außer ein bisschen nebelig, ne? Aber. Ein bisschen ist gut, wa? Zieht sich das jetzt hier zu. Katastrophe. Naja, passt schon. Sag ich mal. Nein, ich muss mal wieder hoch machen, ne? Eieiei, also... Ich verstehe es echt nicht. Wieso sieht es halt jetzt wieder so bescheiden, das Wetter? Vorhin war es doch verhältnismäßig gut. Dann hat man aber mal plötzlich sowas hier wieder. Boah! Das sah jetzt schon cool aus. Also...
weiß gar nicht, wo der jetzt hin will. Ist auch kein Signal weit und breit. Okay, dann fahren wir einfach mal hier auf die Weiche, also auf das Nebengleis. Ist gar nichts. Hier ist einfach. Wir gehen einfach mal wieder auf die andere Seite. Ist mir bei dem Wetter doch lieber. Ja, wir sollen auf jeden Fall nach da oben wieder hin. Also wieder an den gleichen Zug von vorhin. Das ist schon mal gut, aber war ja eigentlich absehbar, ne? Also. Ach, da ist ein Signal. Das habe ich. Habe ich gar nicht gesehen. Aber war jetzt Glück, dass er da auf freie Fahrt stand. Ich habe das echt nicht gesehen, das Sperrsignal. Ah. Irgendwie. Spinnt hier gerade mal Steuerungstaste rum. So, keine Ahnung. Ja. Schon wieder so ein Blitzeinschlag, ey. Also, ist schon cool, ne? Also, das haben sie schon schön gemacht. Nicht realistisch genug, aber schon mal schön. Das ist auf jeden Fall besser als die Blitz in TSW 2 damals. Die man zwar nur mit der Mod freigeschaltet hatte, aber. Ja, sieht schon gut aus. Sag mir nicht, ich bin auf dem falschen Gleis. Nee, oder? Oh nö! Oh nö! Nö, 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 nö! Das ist jetzt echt gemein. Das ist jetzt echt richtig gemein. Ja, danke für den Hinweis. Aber ja, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Halt mal eben an. Ich habe eine Idee. Gab Konsolenbefehle, ne? Genau. Halten wir eben hier an. Aber welches Signal müssen wir denn? Wir müssen über das hier. 292. So, wir machen hier mal eben Escape. Ich melde mich gleich wieder. Und dann gucke ich mal eben nach dem passenden Gedöns raus. Bis gleich. So, dann probieren wir mal was aus. Wir haben hier eine Konsole. Na, durch diesen God-Mode. Ich habe diesen Befehl gefunden. Macht er das auch? Genau, da muss man natürlich noch ändern. P steht nicht davor, also wird es ein 292 sein. Mal gucken, was passiert. So, jetzt haben wir es auf Freifahrt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Das hat funktioniert. Ja. So, jetzt müssen wir natürlich dann irgendwie rausfahren. So. Das war irgendwie den Weg uns da frei bahn, wo wir hin wollen. War da echt eine Weiche verkehrt gestellt? Warum war da die Weiche falsch? Ist das da echt eine Handweiche? Niemals.
Niemals ist das eine Handweiche. Es ist eine elektrische. Es ist eine echt eine rein elektrische. Warum war die, ist die falsch? Wieso ist diese Weiche falsch? So, wir stehen hier. Ist richtig. So. So, so. Das heißt, wir müssen wieder vorwärts fahren. Okay, warte mal, wir machen das anders. Ich fahre nochmal eben ein Stückchen zurück. So, wir sind wieder auf der Route. Theoretisch. Aber eben nur theoretisch. Er müsste mich jetzt ja eigentlich dahin lotsen. Macht er nicht. Müssen wir eben gucken. Wieso steht die Weiche? Wir reden von der hier. Wieso ist die Weiche verkehrt? Und zwar nur die. Alle anderen passen. Ist doch doof. Gut. Unter der Voraussetzung würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Hauptmenü. Ja. Und fangen aber nochmal an. An der Stelle, wo wir waren, fahren dann jetzt nochmal rum. Vielleicht geht es dann. Ich weiß es nicht. Zu den Zügen. Strecke auswählen. Rhein-Ruhr-Osten. Ja. Szenarienfahrten. Ja. Den hier. Ja. Und wir waren jetzt beim Rangieren Sie Schims. Na, genau. 12 Minütchen. In Hagen. So, wir hatten jetzt Gewittersturm. Genau. Zack. Das sollte wohl hinhauen. Das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen. Aber ist okay. Was den God-Mode betrifft, ich weiß leider nicht, mit welchem Befehl ich die Weichen ändern kann. So, wir haben das. Auf Signalwechsel warten. Wir müssen hier hin. War alles. Jo. So. Jetzt müssen wir mal hier durchfahren. Genau. Machen wir nochmal. Machen wir jetzt aber auch ein bisschen zu schnell, weil müssen wir ja auch irgendwie mal fertig werden, ne? Ich weiß warum. Ich bin wahrscheinlich nicht über dieses Signal drüber gefahren vorhin, sondern noch davor stehen geblieben. Das kann es gewesen sein. Dass ich nicht wirklich dieses Signal, quasi den Block freigeschaltet habe, sondern in dem geblieben bin. Und der deswegen nicht umgeswitcht hatte. Aber das kann ich mir gut vorstellen. So. Das sehen wir ja sofort.
wir haben da ja ein Sperrsignal. Das habe ich auch viel noch übersehen gehabt. Das ist noch der andere Punkt dabei. So, nämlich das hier. So. Und wahrscheinlich bin ich einfach vorhin zwar drüber gefahren, aber nicht weit genug. So, wie auch immer. Wir setzen den mal auf Halten. Den auf Halten. Den auf Aus. Wir gehen neben rüber. Jetzt sehe ich nämlich auch das Sperrsignal. Wahrscheinlich war das der Fehler. Dass wir nicht den kompletten Block frei gemacht haben, sondern 3 Meter zu früh standen. Boah, den habt ihr aber auch echt. So. Jetzt müssen wir mal eben warten, bis er frei wird. Ja. Oder landen wir wieder auf dem falschen Gleis. Schon mal immer noch. Jetzt passt es. Okay, dann lag es wahrscheinlich daran. Andere Erklärung habe ich nicht. Aber gut, haben wir halt 20 Jahre für gebraucht gerade eben. Ist aber auch egal. Jetzt langsam an den Wagen fahren. Den mussten wir auch unbedingt da hinten hinstellen, ne? Also wirklich am Ende. So. Echt noch ein Meterchen. Ah. Du wirst bitte jetzt veräppeln. Roll mir nicht weg. Roll mir nicht weg. Rosa. Schon wieder zu weit auseinander. Ich krieg zu viel. Jetzt aber. Eieiei. Immer noch einen halben Meter. Das gibt's doch nicht. Ja.
soll aber reichen. Jetzt bin ich dran. So. So. Wunderbar. Haben wir. Aufhalten. So, zack, jetzt aber. Wieso kann ich dich jetzt hier nicht auswählen? Ich habe dich darauf ausgestellt. Hm, komisch. Keine Ahnung. So, wir müssen auf jeden Fall in die Richtung, ne? Genau, und dann müssen wir da hinten halten. Leistung. Naja. Naja. Ah ja, gut, kommt 400 Meter noch. Naja, machen wir ja auch gleich. 250 Meter. Ah, ja, 130, ja, komm, 100 Meter. Also bis zum Signal vorbei. Würde ich jetzt mal behaupten. So, fahren wir nochmal in die 50 Meter vor. Ja, komm, fahr da mal eben hin. Setz mal den Plunder eben ab. So. Sind wir diesmal auch am Signal vorbei? Ja, darauf achten. So, komm, parken wir jetzt das Ding mal. So. Also den wieder lösen.
Boah, jetzt muss ich auch noch im Regen rausgucken, ne? Also, was muss ich denn überhaupt machen? Abhaken und dann nochmal lass mich mit der Lok hinstellen? Ja, das kriegen wir hin. Naja. So, sollten vielleicht mal drüber nachdenken. Langsamer zu werden. So. Ah ja. Ach, dann hat sein Signal für das Nebengleis. Glück gehabt. Echt Glück gehabt. So. Aber noch 100 Meter bis zum Ziel. 90. Also eigentlich nur die Weiche hier frei machen. Ah, Sperrsignal. Okay. Eben den Plunder abkoppeln. Abkoppeln, Lockwerk setzen. So, da ist mir eiskalt der PC abgestürzt. Krasse Nummer. Ja, gut, auf jeden Fall sind wir wieder hier. Setzen wir eben hier die Wagen ab. Ich habe auch gespeichert und hoffe, dass er jetzt nicht abstürzt. Aber jetzt sieht gut aus. Ist gut gegangen. Sehr schön. Boah. Katastrophe, ehrlich. Weil der ist komplett abgestürzt, nicht nur das Spiel, sondern wirklich komplett. Also ich habe die Kiste auch nicht mehr anbekommen. Ja, problematisch ohne Ende. Naja, gut. Auf jeden Fall müssen wir mal eben hier unten hin. Nach Buxtehude, die Lok hier parken und dann ist die Tour auch zu Ende. So. Naja, gut. Fahren wir da eben hin. Und dann sind wir da auch zum Glück durch. Mein Wetter ist immer noch miserabel. Naja, und dann müssen wir mal gucken, was als nächstes ansteht und wann das hier überhaupt theoretisch weitergeht. Aber gut, erstmal Lokomotive parken und gut ist.
Naja. Aber da war jetzt echt eine echt eklige Sache. Vor allen Dingen PC stecken geblieben, ne? Hab das Ding versucht hochzufahren. Ich glaube, ich hatte 5 Versuche, bis ich den überhaupt wieder angekriegt habe. Also ich weiß nicht, was da genau faul ist. Und bevor der jetzt überhaupt wieder läuft. Also ich habe jetzt wirklich fast einen halben Tag dran gesessen daran. Nur weil ich das den Rechter wieder hochbekommen habe. Ey, Katastrophe. Also wirklich. Oh, naja gut. Wie auch immer. Wir sind dann jetzt quasi am Ende unserer Reise für heute angekommen. Was natürlich ein gutes Ding ist. So. Mal ein bisschen abbremsen. Und ja, gut, die Folge ist ein bisschen länger geworden als gedacht. Also ich bin jetzt schon, ich schätze mal bei 1,5 Stunden. So Pi mal Daumen. Aber gut, man kann ja alles haben. Wie dem auch sei, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen ruhig mal einen Daumen nach oben. Wenn ihr auf dem neuen Stand sein wollt oder bleiben wollt, vielleicht auch mal ein Abo da lassen oder die Glocke klingeln lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der anderen Aufnahme auch schon erwähnt hatte, also in dem vorherigen Teil. Aber ja, so ist das halt. Mal schauen, wann es hier weitergeht. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal Ruhe. Aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht genau. Vielleicht gibt es dann ja nachher auch wieder besseres Wetter. Je nachdem, wie viel Uhr das hier weitergehen soll. Ja, ich soll vielleicht an dem Sperrsignal noch vorbeifahren, ich sehe es ja ein. Also mal langsam bis zum Prellbock. So. So, Kiste steht. Ja, haben wir fertig. Fortfahren. Sollte eigentlich sitzen bleiben. Und der fährt in einer Dreiviertelstunde wieder ab. Alles klar. Das ist ja schon mal schön. Gut. Und dann sehen wir uns nächste Woche um circa 20 nach 4 hier wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Bauer sein. Tschüss.